Meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Tagtraum 1998. Und so, wir sind jetzt Sam und er hat seine Kopfschmerzen, weil er seine Medikamente ja verloren hat bei diesem Flugzeug-Hubschrauber-Manöver. Nach einer anstrengenden Nachtschicht erwartet Samuel im Turm der Brandwache in Vermilion Forest, in dem er arbeitet. Er hat nicht besonders gut geschlafen, da er von heftigen, albtraumhaften Halluzinationen geplagt wird, wenn er seine Medikamente nicht einnimmt. Jetzt muss er seine Pillen so schnell wie möglich finden, ehe sich sein seltsamer Zustand noch weiter verschlimmert. Los geht's, Samuel! Ja, da waren wir schon gestern gewesen, das hat er wohl nicht gespeichert. Diese Bücher beschäftigen mit kognitiven Blabla, das hatten wir gestern auch schon gehabt. Gut, dass wir das jetzt nochmal gelesen haben. Oh, so eine große Gasbuddel brauche ich für meinen Gasgrill hier. Hör mal. Hör mal. 20 Liter. Wo ist denn diese? Da. Hey, Sam Walker hier. I'm at the tower at the Hunter's Pass. Anybody out there? Over. Thing is, my replacement hasn't arrived yet. Anyone know what happened to Cooper? Die Pillen werden nass. USFS Control. Anyone read me? Anybody? God damn it. Hey baby, it's me again. Sam, finally! I've been trying to reach you. What happened? Sorry, I must have passed out. Hell of a nightmare, too. Baby, I don't think I'm doing too well without my pills. It's only been a few hours, and I'm already starting to feel... Sam, just come home right away. What? Is something wrong? You might say that. We need to talk. Come home, please. Talk about what? Sweetie? Damn! Yeah. Damn. It's already been several hours since I took my pills. Okay. I hope I can handle it. Yeah. Halluzination? Das ist doch eine Art... Weiß ich nicht. Wie kriegt man denn das? Wie wird man denn so krank? Hat der Schizophrenie? Mach die Tür auf, Samuel. So. Oh, Cooper, damn you. I'm not going to cover you this time. Okay. Oh, es könnte echt Life is Strange sein von der Musik gerade, von den Steuerungen. Habe ich die Cam? Ich glaube, die Cam habe ich wieder angemacht. Naja. Kann man so weit hochgucken? Er war denn da auf der anderen Seite von den Dingens? Natürlich, okay, dann müssen wir hier wieder rausgehen. Ich denke mal so die Tabletten. Guck mal hier, das ist ein Scheißhaus, ernsthaft. Und dann pisst das Schweinescheiße. Und dann musst du hier wahrscheinlich in den Regen hier runterlaufen, wenn du mal kacken musst. Oh Gott. Nee, nee, nee. Aber Samuel, ganz im Ernst, hier soll doch eine Tablette irgendwo sein. Warum sagt das Spiel ja nicht so, wie ich das möchte hier? Lass uns doch nochmal gucken gehen. Die sind auf der anderen Seite. Warte mal, ich will mal ganz kurz gucken, wo sein Funkgerätglasfernbums gewesen ist. Und dann könnten wir das theoretisch ermitteln, wo denn sein... Dings, ah ne, es war weiter oben, ne? Ja, mach die scheiß Tür auf. Habe ich die orientische Orientierung verloren. Na, das Fernglas war, glaube ich, Richtung Wald raus, ne? Mach die scheiß Tür auf jetzt. Ja, genau. Und da können wir natürlich jetzt nicht hinlaufen, ne? Ja. Wir müssen natürlich zur anderen Seite. Um das zu sehen, bin ich hier nochmal extra hochgelaufen. Um diese aussichtslose Situation zu erfassen. Mach die Tür auf, Diggerlein. Hier, da müssten die sein, die Pillen. Tja. Aber das weiß er ja nicht. Folgedessen muss er auch irgendwo Ersatzpillen haben. Oder er kommt nach Hause. So wie seine Mutti das möchte. Komm nach Hause, mein Schatz. Okay, Mutti. Ich bin auf dem Weg.
Na, 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 na. Die Textur, wie sich da hinten erstmal aufbaut, ne? So ein bisschen langsam. Was ist denn das? Er hat Zauberkräfte. Boah, Digga, lass mich in Ruhe. Es ist tot umgefallen. Und dann... Oh, no. Was no. The hallucinations are already coming. Beeil dich, Samuel. Beeil dich. Ai, 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 ja. Da wäre ein Auto. Ich glaube, damit könnten wir ihn los, ne? Ich würde den Bulldozer hier mitnehmen. Ach, was? Ach, und wir haben kein Auto oder was? Wir sind wieder näher gekommen. Mal alles hier erforschen. Was ist denn das? Einige Gegenstände von Wanderern, die vor ein paar Tagen verschwunden sind. Ich verstehe nicht ganz, warum die Polizei von Keenside der Sache nicht nachgegangen ist. Tja, keine Ahnung, vielleicht war das ja auch ein... Der ist aber echt abgenagt. Zombies, ja, sowas gibt es nicht. Wir haben echt Halluzinationen. Tja, vielleicht war es ja auch ein Komplott. Hier nochmal Scheißhäuser. Wenn das eine besetzt ist, wenn man mit mehreren Kollegen arbeitet, muss man hier ganz runterlaufen. Okay, dann lass uns mal mit dem Auto hier weg. Wenn wir es können. Park Ranger! Oh! Now, what did I do with my car keys? Nicht dein Ernst. Shit. I must have left them at the tower. Och komm, jetzt den ganzen Weg wieder zurück. Oh! Sam! Kann es sein, dass deine Pillen auch dein Gehirn rehabilitieren? Und jetzt, wo du nicht nimmst, baut dein Gehirn stark ab und du bist auch bald ein Zombie oder was? Ganz ohne Virus und Pipapo? Ah nein, die sind hier. Oh, süß mit dem Waschbär. Den nimm mit. Guck mal. Jetzt baumelt da die Leiche schon wieder rum. Oh, Sam. Hast mich nicht befreien können. Dafür stehe ich auf und werde dich aufessen. Oh, okay. Ah, okay. Ich steig ins Auto ein. Ich dachte, ich kann sie kickboxen. Tja, so ist das. So einfach ist das hier nicht. It only took 5 minutes. And one incompetent play to twist my perfect game into an imperfect mess. Even so, Kay would have been proud of the fate we thrust upon Keenside. But I still had work to do, and players to silence. Now was my turn to make a move. Okay. Da di da di da di da. Nein, nein, überhaupt. Nach einer zermürbten Jeepfahrt entlang der gewundenen Straßen der Red Crest Mountains erreicht Samuel sicher seine Hütte am Stadtrand. Der vorangegangene Streit mit seiner Frau macht ihn immer noch zu schaffen und er wird immer unruhiger, weil inzwischen schon mehrere Stunden vergangen sind, seit er das letzte Mal seine Medikamente eingenommen hat. Sag mal, bei dem richtig langen Gespräch beim letzten Mal war das aber nicht zu vernehmen, dass die irgendwie einen Streit hatten. Ne? Das letzte, was er am Abend oder was die Frau am Abend noch zu Samuel gesagt hat, war I love you. Da sagte ich noch, oh, das Schönste, was eine Frau zu ihrem Mann sagen kann. Aber wirklich? Why the hell are the lights off? Oh, come on.
You didn't leave the generator on all night again? Come on, baby, light my fire. Aktiviere den Generator. Das sollte sie doch gemacht haben. Und wie ist das möglich, dass wir von morgens bis abends hierher fahren? Wie weit ist denn unser Arbeitsplatz weg? Ich würde streiken. Aber das Auto lassen wir denn so weit an, oder was? Das Auto könnten wir da auch mal ausmachen. Wo ist denn der Generator? Der Generator. Wieso hat jeder so einen Campingwagen vor seinem Haus stehen? Ich meine, wir wohnen mitten im Wald, da könnten wir da auch direkt Camping machen. Oh, ich habe so viele Fragen, ne? So viele. So das hier, das ist einfach, so weiß ich nicht, wenn ich da. Oh, der Schatten. Weiß ich nicht. Warum lässt das Auto an? Warum steht hier ein Campingwagen? Warum wohnen wir mitten im Wald? Warum brauchen wir einen Campingwagen mitten im Wald? Wenn wir doch schon im Wald wohnen! Wo ist denn der Generator? Da ist der Tank. Da hinten ist Licht. Also so abgeschieden wohnen wir denn wohl doch nicht, ne? Ah ja! Das ist der Generator. Betritt das Anwesen. Moment, das Anwesen? Digga, ist hier noch irgendwo ein Haus? Das ist Anwesen. Ja. Das Anwesen. Alter, mein Auto ist größer als das Haus. Und ich fahre eine Mercedes A-Klasse, aber alles. Oh ja. Hallo? Bist du zu Hause, Muschi? Daddy ist wieder da. Daddy, komm nach Hause und wollte ganz viele Macken, Amore. Sweetie. Amore. Komm zu mir und ich werde dir zeigen, große Liebe. Oh, Mama. Lass uns in der große Macchina, amore. Muy, muy bien. Oh, hier sind die Kassettere. Das ist eine kleine Bonno Casetta. Mit Amore-Filme. Eine Amore-Movie. Ah, was ist hier los? Ah, guck mal hier. Da hat sie mit uns geschnackt. Oh, da waren schon die Rucksäcke gepackt. Baby. Mi amore. Kommen raus zu mir. Ich bin hier zu Hause. Was ist da los? Nein, die hat sich umgebracht. Nee. Warum? Das sind nur Halluzinationen. Nein. Jemand knetet sie. Oh. Das ist der. Wie heißt der Sandmann? Sandmann, guter Sandmann, du hast die Frau umgebracht. HQ. Jetzt bin ich wieder Single. Do you receive Dankeschön. Me? Over. Eine schöne Nacht. Okay. Delta 4RG0 pilots have betrayed the company. Attempt to steal samples recovered from Aegis during the flight. Following this conduct, I had to kill Major Sandman. While the second pilot waved it to be considered. Bastard double crosser. You will not get away with this. I have the research data and the last remaining Pollock sample with me. Immediate extraction requested. Over. Request accepted. Status mission updated. The order is to reach the rendezvous point at Sacred Heart Hospital. Scheduled extraction for 10:30 p.m. Zulu. Maximum priority for the delivery of research data. Secondary priority for the recovery of. Damn. They cut me out. Wie asozial das Spiel einfach ist. Warum? Das ist so unnötig. Klar, dass der Sandmann irgendwo auftaucht. Aber warum muss er denn erstmal alle kalt machen? Ist er genauso beknackt wie Lief oder was? Oh. Das ist doch total unnötig. Total asozial unnötig, ey. Warum? Oh, da ist eine Frau. Die mache ich jetzt erstmal tot. Einfach so. Die mache ich tot. Ne? Bringt ja nichts anders. Muss ich kaputt machen. Und natürlich wacht er erst dann aus, wenn Sandmann weg ist. Aber ich meine, Sandmann war auch mega stark. Und er so, ja. Ja, Single halt, ne? Oh, Digga. Nee. Dieses Spiel ist schon sehr, sehr merkwürdig. Achso, wir folgen jetzt die Spuren von Sandmann. Warum musste denn unsere Frau kalt machen? Ich check das nicht. Da liegt sie. Ugh.
No, no. No, no, no. Oh, God, baby, no. Oh, wake up. Wake up, please. Wake up. Why did I insist on taking you with me? This is all my fault. I'm so fucking stupid. I should have just left you back in the city with... I'm so sorry, baby. Hat er ihr auch noch den Arm abgerissen? I'm so, so sorry. Ja, hat er. Ja. Warum? Ja, lass es zu. Lass die Stimmen im Kopf dich leiten, dich bewegen, Rache nehmen. No, this isn't real. This isn't happening. Das ist gar nicht mal so unwahrscheinlich jetzt. Ja, die sitzen noch da zum Glück. Baby, you just stay right here. Ja, wo soll sie hin? Die ist tot. I'll come back for you, I promise. Ja, schön. Aber die ist ja tot. Wo soll die hin? Ja, weiß man ja nicht. Vielleicht wird sie auch so ein Zombie. I'll find it myself. Oh, bitte. The Sacred Heart Hospital. Ja. He's going there. And then he'll be there. Auf dich warten? Ja gut, das hat er ja gerade mitgeschnitten, ne? Vielleicht sollten wir uns da ein bisschen bewaffnen. Bevor wir uns einfach... Wir können nicht hauen. Bevor wir da einfach so reinspazieren. Meine Fresse. Dieses Spiel ist echt, könnte echt so ein Anime aus den 80ern sein. Einfach von intelligent her. Ich könnte auch aus den 80ern kommen, ne? Irgendwas sagt mir, dass ich auch aus den 80ern komme. The bastard. He took my Jeep. Ja, natürlich. Der will doch nicht zu Fuß laufen, so wie du jetzt gerade. By passing with the funicular, I can still get to the city before him. Digga, der hat eine Seilbahn. Der hat eine eigene scheiß Seilbahn. Ich denke, die leben so abgeschieden, hat die Uschi von ihm noch gesagt. Oh, Schatz, ich komme damit nicht ganz klar, dass wir so abgeschieden leben und sowas alles. Und wir haben eine Seilbahn. Damit können wir in die Stadt. Damit kannst du fucking einkaufen fahren. Naja, so ist das halt, ne? Da, 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 da. Seilbahn fahren macht so Spaß. Oh nein. Brains. Brains. Ja, das ist ein Zombie. Hey, you there. Du siehst komisch aus. What? Der Zombie-Virus ist gerade... Bist du das, Roland? Ernsthaft, das ist ein Skelettgesicht. Woher will er denn wissen, wer das ist? Oh, wir hätten einfach weglaufen sollen. Ich hätte aufs Maul gehauen. Und der hat einen Krankenhauskittel links an hier. Oh, Leute, bitte. Lass das nicht zu! Er kann sich nicht wehren. What the? Why is everybody acting like that? Ja, vor allen Dingen, warum sind diese auf einmal so abgemagert aus? Jemand hat ein Skelettgesicht. Jemand, der Zombie-Virus ist gerade in dieser Nacht erst geschieden. Und alle sind sie vergammelt. So bumstot vergammelt. Sofort. Weg. Meine Güte. Ja, ja, hier auch. Aber meine Augen stehen doch selber draus. Ja, das Brad. Ist gut, der Schuhflatte. Brad, er weiß, dass es Brad ist. What the hell is going on here? Krasses Lifting. Alles klar. Jetzt habe ich auch eine Waffe. Ho, ho, ho. Okay. Lelelele. Haben wir auch eine Taschenlampe? Ja, wir haben eine Taschenlampe. Die haben wir mitgenommen, ne? Haben wir auch eine... Okay, die 30... Hä, was? Zwei? Zwei ist die Schrotflinte, alles klar. Also trotzdem mal, falls wir Motivation finden, alles mal abchecken. Das haben wir mit Lief auch nicht sehr gut gemacht. Schweine sind tot, oder was? Ja, klar. Die sind vor Herzinfarkt zur Erschreckung gestorben. Hier, Schrotflinte. Was soll der Scheiß denn? Warum sind die Schweine denn tot? Oder die konnten diesen Giftanschlag nicht überleben und sind einfach so verreckt. Die Menschen verwandeln sich in Zombies und Schweine sterben so.
Kann er auch hauen? Wollen wir mal gucken, ob er auch zuschlagen kann? Nee, er kann. Ah ja, er kann doch zuschlagen. Weil ganz im Ernst, wofür Motivation verschleudern, wenn hier nur ein Zombie rumrennt, weißt du? Okay, da rennt noch ein anderer rum. Boom, there it is. Ah ne, boom, there it is. Ja, ja, ja. Ich gebe dir einen Schwinger hier gerade, weißt du? Ich wollte sagen, der ist nicht aufgestanden, ohne Kopf, ne? Liegt hier eine Krähe? Ja. Oh. Monin, Hugin! Was ist los? Oh, Joker. Ja. Hast du mir jetzt, ich hätte ihn noch zusammengetreten. Komm, können wir nicht weiter kaputt machen? Ich will auch nicht Munition verschleudern einfach, ne? Warum liegen so viele Krähen hier? Die sind auch alle verreckt und sowas, ne? Nur wir verwandeln uns nicht. Wahrscheinlich ist dieses Virus-Ding abgezogen. Wir haben es irgendwie nicht mitgekriegt in unserer Berghütte da. Aber Müsli-Riegel? Nee, haben wir nicht, ne? Was? Aha. Dankeschön, dass du mir meine Munition dagelassen hast. Na, 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 na. Here comes the hot stepper. Wow, unser Spiegelbild ist nur ein verschwommener Schatten. Mit der krassen Frisur. Gasbuddel. Gasbuddel, Sauerstoff natürlich. Was los, Digga? Wir müssen in den Keller gehen. Den seriösen... Warum eigentlich, ne? Ich verstehe, ich will mit den Kickboxen machen, ich hol's einen Schwinger aus und die so, ich kotze dich erstmal an. Alles klar. Ja. Ich versuche so ein bisschen Motivation zu sparen, ne? Bleibst du tot? Ja, er blutet aus. So wie bei Resident Evil. Die sind nur dann, wenn sie gestorben waren, wenn die alle tot waren, dann ergoss sich eine Blutlache. Ne? Gehen wir neugierigerweise hier hin. Neugierigerweise. Um die Motivation einzusammeln. Wir können uns das mittlerweile leisten, hier irgendwie Zombies abzuknapsen nachher gleich. Aber man muss das ja nicht provozieren. Ja, es sind ein paar Leute. Was ist das denn? Ein Fuchs! Was ein Glück, jetzt ist vorbei mit der Übeltäterei. Ja, sind ein paar mehr Jungs, ne? Erinnert mich so an Butch von Gotham. Außer dass er Warzen an den Titten hat. Was? Sind da ganz schön viele Zombies mit Start, ne? Was? Warum? Wieso ist unsere Motivation weg? Lad die Scheiße nach! Er lädt immer nur eine rein. Okay, das sollte vielleicht reichen. Komm, lauf, Junge. Was? Wo bist denn du? Ich seh dich gar nicht mehr. Und der Kiefer hab ich auch nicht mehr. Da kann mich nicht ganz gut beißen. Ab mit dem Kopf. Ab mit dem Kopf. Aber guck mal, warte mal. Wir sollten doch mal nochmal nachladen hier, ne? So, 5 Stück drinnen.
So der Butch. Ja. Ich bin immer so magersüchtiger. Brains. Brains. Tasty Brains. Oh, die Füchse, ne? Ja. Oh! Was, wer grunzt hier noch so dumm rum? Ah, ne, ist nicht fliegen gemacht. Der ist nicht ganz tot, der Kollege hier, ne? Auf dich habe ich gewartet. Steh auf, mein Junge, steh auf. Boxen, boxen. Was? Ja, weg mit dir. Und jetzt kriegst du links und rechts und den auch noch. Und den auch noch. Und jetzt bist du tot. Was ein Glück, jetzt ist aber jetzt vorbei. Ah! Na, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Jetzt reicht's. Was? Okay. Moment! Das ist vorbei. Okay. So, jetzt seien wir hier, wo wir auch immer... Oh, Motivation. So, jetzt sind wir hier, wo auch immer sein müssen. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Reinschalten und bis zum nächsten Mal. Und ciao!